Servus Leute, mein Name ist Mr. Sniff, herzlich willkommen zurück beim Badegamme-Livestream. Wie wir im Hintergrund sehen, machen wir heute am Terrarium weiter. Ich habe ja im letzten Livestream schon mit dem Epoxidharz rumprobiert und hier oben in dem Eck so ein bisschen getestet, wie ich das Ganze machen möchte. Bin zu dem Ergebnis gekommen, was ihr ja gesehen habt und habe jetzt die letzte Woche immer regelmäßig den trockenen Sand oben abgelesen, damit ich endlich mal einen Eimer voll mit Sand bekommt, um mal anfangen zu können, auch wenn der Rest noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Und es ist wieder eine gute Schicht trocken oben drauf. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch den Rest, der trocken ist, absammeln, um dann heute tatsächlich mit dem Epoxidharz beginnen zu können. Und zwar hier im unteren Bereich, wenn wir dann später die oberen Etagen machen und es fällt was nach unten, da muss ich nicht jedes Mal unten alles rauszauber machen, weil da ist ja schon fertig, da kann es einfach liegen bleiben. Und wenn ich dann später an die Rückwand übergehe, dann muss ich einmal komplett sauber machen und nicht die ganze Zeit zwischendurch. So, das ist die Wanne, wo ich den Sand mittlerweile reinplatziert habe. Ich habe die normalerweise immer mit einem Netz abgedeckt, damit da nichts reinfällt, keine Fliegen rankommen und so weiter. Ich stelle mir dann immer diese kleine Box hier rein. Jetzt wackelt erstmal alles, sorry für das, weil ihr gerade auf der Wanne drauf seid. Und nehme dann die oberste Schicht, weil die ist trocken. Zerkrümelt immer schon mal das Gröbste. Und mache das Ganze hier in den zweiten Behälter, wo dann der ganze trockene Sand sich sammelt. Man merkt jetzt hier, dass die, ich habe schon ein paar Tage jetzt wieder trocknen lassen. Deswegen ist obendrauf so gut wie alles schon trocken. Man merkt es immer relativ schnell, ob was trocken ist oder nicht. Ich lege mir mal den hier kurz zur Seite, wenn ich da drüben soweit bin. Erstens, man sieht es jetzt hier an der Farbe. Ich mache es mal ganz kurz raus. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Ja, man erkennt es hier hinten. Sieht es aus, wie wenn da Schatten ist. Das ist aber allerdings eigentlich feucht. Das heißt, da ist feucht. Das ist, die Krümel hier sind trocken. Und wenn ich den trockenen Sand hier nehme und ich schiebe den so durch die Finger durch. Ja, bitte Autofokus. Ja. Dann fällt er eher so in Bröckchen runter und zieht sich so ein bisschen entlang. Und wenn ich den trockenen Sand nehme, dann rieselt er ganz fein nach unten und macht keine Bröckchen. So, ich habe jetzt schon mal eine ganze Menge Sand, den ich dann auch verarbeiten kann, weil er schön rieselig ist und nicht aneinander klebt und eben trocken. Ich muss den jetzt erstmal sieben, damit ich die gröbsten Brocken rausbekomme, die nochmal klein drücken kann. Und falls da Steine drin sind, sollte ich die auch zum Bestäuben entsprechend entfernen. So, ich bin fertig mit 7. Ergebnis ist ein dreckiger Boden, sauberer Sand und körniger Sand, den ich jetzt noch nicht zerdrückt habe, weil ich noch keine Lust dazu hatte. Und wahrscheinlich sind auch ein paar Steinchen mit dabei. Ich hoffe mal nicht zu viele. Aber theoretisch sollte das ganz gut aussehen. Also ich kann hier das meiste davon einfach mit den Fingern zerdrücken und es wird wieder zu Sand. Es ist bloß sehr hart zusammengetrocknet. Deswegen sehe ich da kein großes Problem. Ich hole jetzt nochmal ganz kurz den Staubsauger, saug den unteren Bereich komplett aus, saug hier vorne alles ab und werde dann die Folie anbringen, die ich später auch drüber stülpen werde, damit sich nicht der ganze Gase von dem Epoxidharz hier im Zimmer verteilt, solange ich hier noch im Zimmer bin. Wenn ich dann später rausgehe und dann unten schlafen werde, werde ich wahrscheinlich die Fenster auf Kipp machen, dass das Ganze schön rausziehen kann und sich hier drin nichts ansammelt, was giftig ist. So, ich habe schon angefangen hier außenrum die Kreppband, Klebeband wegzumachen, weil ich hier dann gleich auch direkt mit dem Epoxidharz hingehe und ich werde das ja nicht ganz grob drauf pinseln, sondern an den Rändern dann schon entsprechend aufpassen. Und jetzt werde ich auch hier an den Fenstern das Ganze entfernen, die werde ich dann wahrscheinlich wieder zum Teil abkleben, aber erstmal um den ganzen restlichen Fliesenkleber, der da drauf gepinselt wurde, wegzubekommen, werde ich erstmal alles wegmachen, um dann entsprechend wieder ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger abzukleben, um einfach das Gitter vor dem Epoxidharz zu schützen. So, es sollte eigentlich kein Problem sein, das abzumachen. Wie ihr gesehen habt, habe ich immer versucht, erst von der Innenseite zur Außenseite das Ganze runterzuklappen, dass hier so ein Riss entsteht und dann entlang von dem Riss abzureißen. Ich kann es euch gleich in dem anderen Fenster nochmal zeigen. Wenn so ein kleiner Überstand entsteht wie hier unten oder wie hier oben, dann versuche ich einfach mit dem Messer oben nochmal den Riss nachzuziehen
und ein bisschen genauer zu machen, um dann eben vorsichtig drunter zu fahren und den Rest vom Band abziehen zu können, entlang dem Schnitt, den ich mit dem Messer reingemacht habe. So, jetzt muss ich nur noch das Abgeklebte von der Baumstimme entfernen. Die werden ja später wahrscheinlich auch mit Epoxidharz behandelt. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren, weil das Epoxidharz glänzt, wenn es nicht bestäubt ist. Und ich will eigentlich keine glänzenden Baumstämme haben. Ich werde mal schauen, ob das Ganze funktioniert, wenn ich es ganz leicht anschleife, dass es dann eine raue Oberfläche bekommt und nicht mehr glitzert oder und dann eher matt wird. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir überlegen, wie ich das mit den Baumstämmen mache. Oder ich lasse sie einfach unbeschichtet, weil das ja relativ dicke Baumstämme sind da drin. Es ist jetzt nicht so feucht und das heißt, die werden auch nicht die nächsten 4 oder 5 oder 6 Jahre verrotten. So, jetzt ist, wie ihr gesehen habt, alles abgeklebt, nennt man das so, also eigentlich abgeklebt, die Abkleben wieder weggemacht. Wir sehen unsere schönen Äste jetzt das erste Mal. Ich werde mal gleich nochmal einen Shot zeigen, wo ich das gesamte Terrarium auf einmal zeige. Ich werde jetzt allerdings dann auch gleich die Folie anbringen, die werde ich auch wieder hier unten festkleben, wie vorher das Papier. Und damit ich die dann komplett drüber legen kann, dass die ganzen Dämpfe da drin bleiben und ich sie dann kontrolliert rauslassen kann, wenn ich entsprechend lüfte und nicht im Zimmer bin. So, ich bin zurück. Ich habe jetzt das ganze Terrarium in Folie eingewickelt, also einmal ringsrum und kann es dann später einmal nach oben nehmen, theoretisch, und irgendwo auch da oben befestigen, dass ein bisschen mehr Luft drin ist, wo das Ganze ausdünsten kann. Und nicht eben alles so pep abgeklebt ist. Aber muss ich mir dann mal genauer anschauen später, wie ich das vielleicht mache. Ich habe hier unten jetzt so eine kleine Barrikade. Dann fällt der ganze Sand nicht raus, wenn ich jetzt Wasser drauf streue. Dann fliegt er nicht überall rum. Und wenn ich es dann später hochhebe, dann fällt er einfach wieder komplett rein. Und werde jetzt mal einfach anfangen, erstmal ein bisschen Epoxidharz anzumischen. Ich werde es wahrscheinlich heute mit den Spritzen machen, weil ich habe nur 3 Spritzen übrig. Mit denen kann man sehr gut abmessen. Eine fürs Harz, eine für den Härter. Und dann einfach in einem extra Behältnis zusammenmischen. Und da habe ich ein ganz gutes Gefühl für die Menge und kann mir kleinere Mengen anmischen und muss nicht gleich mit so riesigen Mengen anfangen, die ich vielleicht in einer Stunde nicht verarbeitet bekomme. Also, das Equipment für heute ist zum einen der Pott, in dem ich dann das Epoxidharz anmischen werde. Wenn der auch wahrscheinlich nicht mal mehr annähernd voll wird, sondern eher hier unten irgendwo rumgammeln wird. Aber ich habe jetzt gerade nichts Kleineres und die habe ich in einer riesigen Menge. Das heißt, ich kann die danach einfach wegschmeißen und fertig. Dann die Spritzen, um das Epoxidharz abzumessen. Das heißt, ich ziehe die Spritze wahrscheinlich voll beim Harz irgendwie 2, 3, 4, 5 Mal. Und dann den Härter entsprechend auch hier in der Spritze abmessen. Spritze alles rein, die Spritzen lege ich dann zur Seite. Zum Verpinseln habe ich mir einen super billigen Pinsel besorgt, weil ich den jetzt nur für ein, zwei Mal brauche. Beziehungsweise jetzt einmal heute. Ich habe noch einen zweiten fürs nächste Mal dann. Wahrscheinlich muss ich mir noch ein paar mehr holen, weil die ja dann eintrocknen werden, nachdem ich einen Tag damit gearbeitet habe. Und ich weiß noch nicht genau, wie weit ich heute kommen werde, wie viele Ebenen ich schaffe. Deswegen brauche ich definitiv noch einen zweiten. Und ich habe, naja, leider kein Zwischending zwischen den zwei gefunden. Deswegen muss ich den kleinen hier nehmen, um an den Bäumenrand entlang zu pinseln. Also ganz feinen Kanten zu machen. Ich hoffe mal, das haut mit dem hin und ich pinsel mich da nicht zu Tode. Aber, naja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich glaube, der ist viel zu klein. Ich werde mir noch einen kleineren holen dann, wenn ich das nächste Mal im Baumarkt bin. Also einen, der irgendwie, keine Ahnung, Zentimeter breit ist. Beziehungsweise mehrere, die einen Zentimeter breit sind, dass ich die dann öfters verwenden kann. So, dann schwenken wir mal hier rüber. Ich brauche natürlich das Harz und den Härter, um entsprechend jetzt anmischen zu können. Und den Sand, um es dann zu bestreuen. Ich werde jetzt erstmal einfach den hinteren Bereich machen, dann von hinten her nach vorne bestreuen, kurz vor Ende aufhören, dann hier weiterarbeiten, dann da bestreuen. Ich denke mal, die Äste hier werde ich auch dann zwischendrin schon machen. Und mich dann langsam von links nach rechts rüber arbeiten und immer wieder zwischendrin streuen, weil ich weiß nicht, wie lange die dünne Schicht, die ich auftrage, brauchen wird, bis sie tatsächlich trocken ist. Und ich möchte natürlich nicht, dass die Schicht schon trocken ist, bevor ich überhaupt fertig bin. Und natürlich einmal Handschuh, damit ich mir nicht meine Haut einsaue, weil das Zeug ist nicht gerade gesund,
wenn es noch flüssig ist. Wenn es trocken ist, gar kein Problem. Ist es lebensmittelecht, man kann es abschlotzen, wie man will. Solange es noch feucht ist, ist es absolut ungesund. Die Dämpfe sind ungesund, die da rauskommen. Also nicht gerade dran schnuppern, nicht im gleichen Zimmer schlafen. Und die Handschuhe schützen mich davor, dass ich nichts auf die Hand bekomme. Ich bin wieder da. Für mich ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, für euch nicht so wirklich. Habe jetzt eine bestimmte Menge angemischt. Das sind jetzt knapp 30 Milliliter. Ich habe mir den Pinsel geholt und das Ganze jetzt in so einem alten Joghurtgefäß angemischt, das ich dann später einfach entsorgen kann. Und werde jetzt mal ausprobieren, wie sich das Ganze hier hinten in dem Eck verhält. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich rühre es nochmal kräftig um. Auch mal mit dem Pinsel nochmal, dass ich überall sicherheitshalber rankomme. Das Ganze muss sehr kräftig verrührt werden, damit es nachher nicht irgendwie komisch aussieht oder milchig wird. Und dann trage ich das jetzt mal vorsichtig hier im hinteren Eck auf. Es klebt auf jeden Fall mal schon mal sehr am Pinsel. Bin mal gespannt, wie viel ich da tatsächlich dann brauche später. Und trage hier gut auch schon mal die Rillen überall auf. Will ja kein zweites Mal drüber gehen müssen, zumindest nicht in der horizontalen. Versucht das Ganze schön gleichmäßig zu verteilen und nicht zu dick aufzutragen, damit keine Riesenmengen an Sand anhaften. So, ich habe jetzt noch nicht mal die Hälfte verbraucht. So ein bisschen schon. Wenn wir das mal versuchen, den Sand hier im hinteren Bereich schon mal aufzustreuen. Mal gucken, ob das so gut geht. So, schön reinschmeißen. In die Kanten, das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Da kann man ja oben nachher einfach wieder abstreifen. Das sieht schon ganz gut aus an den Stellen, wo es nur wenig drauf ist, ist auch in Ordnung. Darf auch ein bisschen variieren. Ist ja eine natürliche Struktur und soll ja nicht zu künstlich aussehen. Macht es jetzt eigentlich als allererstes hier unten, weil da kommt später dann eh Sand drüber. Und man wird es nur sehen, wenn der Sand komplett verschwindet. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas schief läuft, dass ich dann an anderen Stellen noch anders machen kann und es entsprechend korrigieren kann. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich denke, ich werde es dann gleich alleine weitermachen und euch dann nochmal ein Update geben, sobald der Boden entsprechend unten fertig ist. Sonst muss ich euch zu oft umstellen. Und beim Anmischen etc. ist auch ungeschickt, wenn ihr da dabei seid. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit das Ganze nicht eintrocknet, bevor ich fertig bin. Bis gleich. So, da können wir jetzt sehen, wie das Ganze gerade aussieht. Ich habe eigentlich alle Bereiche gemacht, an die ich später nicht mehr richtig rankomme, wenn das Terrarium aufgestellt ist und ich den Deckel drauf gemacht habe. Und habe alles entsprechend mit dem Sand bestreut. Man sieht hier auch innen drin überall und schon an den vorderen Wänden, wo ich später nicht mehr richtig hinkomme. Hier innen drin ist auch schon alles bestreut. Die Wand hier ist auch schon bestreut und da unten. So dass ich später dann nur noch die Rückwände, Seitenwände und hier unten drunter das machen muss. Auch hier die Übergänge zu den Hölzern habe ich teilweise schon versehen. Hier oben schon ein bisschen. Das werde ich mir aber nochmal genauer angucken, wenn ich entsprechend die anderen Wände gestalte. Ich habe das Ganze jetzt noch abgedeckt, damit die Dämpfe erstmal da drin bleiben und ich das dann entsprechend abdecken kann, sobald ich heute Nacht aus dem Zimmer gehe und die Fenster aufmache. Sieht man auf allen Seiten, ist komplett zu. Nirgends mehr eine Öffnung, wo jetzt was rauskommen könnte. Und ich werde es dann später wieder abdecken, sobald ich ins Bett gehe und dann schlafe ich unten im Wohnzimmer. Dann kann das Ganze hier in Ruhe ausdämpfen und morgen im Laufe des Tages auch noch, wo ich dann arbeiten bin. Herzlich willkommen zurück, ich bin wieder da. Das Epoxidharz ist soweit getrocknet. Ich habe schon mal getestet, wie das Ganze aussieht, wenn man es abbürstet. Und bin wirklich begeistert von dem Ergebnis. Den Bereich hier drüben ausgeblendet, weil hier war der Test. Hier drüben sieht es einfach nur gut aus, finde ich. Könnt ihr mal kurz einen Blick drauf werfen. Man sieht das Orangene leicht durch, das meiste ist einfach dunkel. Und ich finde, das sieht super aus. Mir gefällt es wirklich gut. Genauso werden wir es machen. Da unten und da muss ich noch überall abbürsten, damit die oberste Schicht wieder runtergeht und wir wieder das Orange durchsehen. Da unten natürlich auch in dem unteren Bereich. Da werde ich dann allerdings auch schon wieder zusammenfegen müssen, weil sonst stapelt sich der Sand überall. Ich werde euch dafür jetzt mal ganz kurz aufstellen.
Und dann könnt ihr mir mal bei der oberen Schicht hier zuschauen. Ich denke, die anderen werde ich dann einfach so machen. Einfach nur, dass ihr eine Vorstellung bekommt, wie ich das mache. Ich versuche das meiste direkt in einem Eimer aufzufangen, dass nicht allzu viel nach unten fällt und ich nicht alles zusammenfegen muss. So, wir kümmern uns jetzt dem oberen Teil hier, der zweitobersten Ebene, und fegen von oben nach unten alles runter. Wenn wir von unten anfangen, macht es natürlich keinen Sinn, weil dann fällt der ganze Scheiß wieder nach unten und ich muss es nochmal rausholen. Ich habe hier den Eimer, den stelle ich hier ganz rechts so ein bisschen drunter, damit die größte Menge direkt reinfällt und ich nicht alles extra zusammenlesen muss. Und nehme meine Wurzelbürste, die mittlerweile ganz schön abgefuckt aussieht, aber egal. Und fange erstmal an, das Ganze grob da runter zu fegen. Ich gucke so, dass ich erstmal die planen Ebenen mache und dann hinten rein in diese Rillen, die überall entstanden sind, natürlich nochmal reinzukommen und auch da das grobe Zeug rauszuholen. Um auch da das grobe Zeug rauszuholen. Ich mach Dreck. So, wir sehen jetzt zum Beispiel hier, ist relativ viel Orange zu sehen. Und hier sehen wir ein bisschen mehr Orange durch, hier oben. Und das Ganze ist so ein bisschen marmoriert. Ich finde das ganz cool, weil so das scheint das Ganze ein bisschen natürlicher. Das sieht nicht unnatürlich aus, weil es alles gleichmäßig ist. Sondern es ist ungleichmäßig, weil der Sand an unterschiedlichen Stellen natürlich stärker klebt als an anderen. Weil mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Epoxidharz drauf ist. Mal ein bisschen stärker draufgeschmissen, mal ein bisschen schwächer. Dadurch hat man dieses ungleichmäßige, und ich finde, das sieht sehr natürlich aus und gefällt mir sehr gut. Das war's jetzt erstmal vom Epoxidharz, zumindest auf den waagrechten Flächen. Den Rest werde ich jetzt offline machen, weil das im Prinzip nochmal dasselbe ist an allen Stellen und dann wahrscheinlich eher uninteressant wird. Sobald wir dann auf die Rückwände zugehen, werde ich euch natürlich wieder mit reinholen. Das ist dann der nächste Vlog wahrscheinlich oder übernächste, je nachdem, was noch zwischendrin reinrutscht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Falls nicht, dann Kritik oder Verbesserungswünsche oder Vorschläge. Ansonsten freue ich mich schon mal aufs nächste Mal und ich würde sagen, bis dann.